Wahnsinn. Naja, die jockeln schon durch und sterben gleich, weil wir den nicht unterstützen können. Weil, ich meine, gut, die fahren schon vor und machen auf. Bringt uns im Endeffekt aber jetzt rein gar nichts. Ja, genau. Deswegen. Ich sehe da hinten schon wieder die durchbrechen. Ah, es kotzt mich einfach an, Alter. Die stehen beide im Camp. Wow. Problem ist, ich sehe sie nicht. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, wo sie sind. Alter, könntest du deinen scheiß Arsch hier hinten her bewegen?
Na komm. Komm, leg dich mit mir an, Junge. Fuck you, Alter. Junge, ich kann dich da nicht unterstützen, verfickte Axt. So, wo bist du? Komm hierher. Ich weiß nicht, wo der schwere Panzer abgeblieben ist. Ah, fuck, da hinten ist die scheiß Ari. Ja, ich warte. Ich hab Zeit. Ich habe ja gepinkt, er soll zurückfahren. Warum fährt er nicht zurück? Verdammt. Das Problem ist, dass er entweder steht er noch da, die Ari steht auf jeden Fall da hinten. Was mache ich jetzt?
Ja, was mache ich jetzt? Ja. Fuck you, Junge. So spielt man das. Leck mich. Ich zeig euch, wie es geht. Junge. Genau so. Und er steht wieder an erster Stelle. Ja, Mann! Genau volles Programm! Und das auf eine Stufe 5er. Wer ist hier der Bessere? WTF! Junge! Erstes Abzeichen Klasse 1. Wirkungsfeuer. Ja, Richtschütze. Jo, nehme ich. Bombensicher nehme ich auch. Duelland nehme ich auch. Schläger und Hand Gottes. Und dazu Radley Walters Medaille. Hübsch. Rahm ich mir ein. Uff. Ja, Stahlwand definitiv. Nerven aus Stahl kriege ich auch. Hab ich. Die habe ich wirklich. Haben wir gerade gesehen. Ich habe mir das so gedacht. Eigentlich wollte ich hinten rumfahren, weil ich die aus. Ne, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass beide Idioten jetzt tatsächlich da hinten rumkommen. Einer, ja. Aber dass die Bishop dann auch noch so dämlich ist, wirklich, und denkt, ihr könnt mich mit einem Schuss rausnehmen. No. Und ich lade viel zu schnell nach, als dass du nochmal schießen könntest. Ich schieß dich einfach weg. Alter. Und dann natürlich
Last but not least, Krieger. Ich habe die ganze Lametta-Medaille gekriegt. Alter Schwede. Leck mich am Arsch, ey. Alter, 1812 Erfahrung. Junge. Die Grille hat mir extrem geholfen. Die Grille, Hut ab. Junge, du hast mir wirklich, WTF, ohne Scheiß, der Typ. Props gehen raus an diesen Typen. Ohne Witz. Wenn der nicht gewesen wäre, hätten wir das Gefecht verloren. Er hat wohl wahrscheinlich gewusst, dass der da steht. Ich habe es ja nicht mitgekriegt, dass da noch ein Jagdpanzer stand. Habe ich ja nicht mitgekriegt. Also deswegen wusste er wohl auch, dass der da steht. Deswegen ist er nicht zurückgefahren. Den Rest erledige ich. Das ist dieses, warum jodelt ihr rein? Das ist, ich verstehe es halt nicht. Das sind so Sachen, die will ich irgendwo verstehen. Oh ja, Panzermeisterschütze. Ach, oh, ich liebe dieses Abzeichen. Ich glaube, er hat. Ich glaube. Ach so, das ist. Bin ich das jetzt, ne? Oder ist er das? Weiß ich jetzt nicht. Nee, das war er, glaube ich. Also. Ich habe, glaube ich, das müsste ich aber auch haben. Aber er ist hier schon. Ja, doch, das ist er. Aber er hatte halt nur ein Panzermeisterschützen, ne? Er macht ja nichts. Aber wenn er wirklich jetzt nicht gewesen wäre. Was will er denn? Junge, habe ich die zerlegt. Ich habe die wirklich komplett zerlegt. Mich schießen den einfach weg. Nee. Der hat mir halt gerade wirklich den Arsch gerettet. Zweimal. Mit den beiden, die hier standen, mit dem anderen Panzer. Props, Junge. Ja, deswegen haben wir auch die. Er hat halt Unterstützer bekommen, ne? Und Großkaliber, glaube ich, sogar auch, ja. Könnte. Hat er nicht sogar. Ich kann bei. Kann ich nicht sehen, ne? Naja, schade. Ich kann das bei ihm, glaube ich, nicht sehen. Doch. Er hat. Ah, okay, er hat nur Großkaliber gekriegt. Bei mir können sie sehen, was ich bekommen habe. 38 Schuss, 33 Direkttreffer, 28 davon waren direkte Durchschläge. Props. Wirklich, Props. Junge, so viel Lametta habe ich auch schon Ewigkeiten hier nicht mehr gesehen. Aber zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.